Hallo Mäuschen! Da ist er, frisch vom Gripdreh. Wenn wir mal vorbereiten für den Gear Collector Track Day. Das hasse ich ja wie die Pest hier, ne? Die Scheißsteine da überall drin rumliegen und fliegen. Hölle. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen nacharbeiten. Guck mal, hier ist ein bisschen Dreck unter der Folie. Hier auch. Ja, weil hier ist nochmal so ein doppelte Folie drauf quasi. Aber gut, da machen wir jetzt vor dem Track Day nicht mehr. Wir laden den Apparat aus, machen den ein bisschen sauber, gucken, dass der richtige Luftdruck drin ist. Und dann kann es quasi losgehen. Und damit der nicht sinnlose Kilometer bekommt, wird er halt ab und zu tatsächlich getrailert, aber ist ganz weit weg von einer Trailer Queen, wie ihr wisst. Ja, aber ich sag mal, es gibt natürlich einfach so Strecken, die machen erstens keinen Spaß mit dem RS, weil ich sag mal 650 Kilometer irgendwo nach Bayern, das ist halt irgendwie nicht geil. Und wenn du eine Woche unterwegs bist, dann ist das doppelt nicht geil, weil du dein ganzes Gepäck nicht mitkriegst, weil du natürlich da keinen Kofferraum hast. Ja? Aber so ist das halt. Ne? Man kann nicht alles haben. Mal gucken hier. Ich habe irgendwo so einen ganz ekligen Steinschlag auf der Felge. Der bringt mich dann doch irgendwie fast zum Weinen. So. Übrigens ohne Liftachse kriegst du den hier mit dem Kessbohrer-System auch irgendwie überhaupt nicht festgespannt. Also Liftachse aus verschiedenen Gründen einfach eine geile Idee. Ach, schön. Es ist auch immer wieder geil, den auszupacken, muss ich sagen. Ne? Es macht einfach einen Riesenspaß. Oh, haben wir hier. Manchmal habe ich aber auch immer ein Glück hier. Was ist das denn, ey? Ah, so ein Scheißliebiger. Da fehlt was. Hier auch. Geil. Na gut, schön. Ich könnte ja jetzt spoilern, mache ich aber nicht. Wartet einfach ab. Da wird sich noch ein bisschen was tun in der nächsten Zeit um das Thema Anhänger. Ja? Hallöchen. Ist das schön. Hinten wäre die Liftachse übrigens auch ganz geil zum Verladen. Oh, ich habe immer so. Der sackt auch ab. Also wenn du den einlädst, dann steht der im Hänger, ja, dann sackt der halt einfach ab. Fällt mir gerade mal so auf. Geile Pfeile. Ist der da auch so tief? Wie habe ich ihn da gerade rausgekriegt? Krass. Wahnsinn. Hier ist auch ein bisschen Folie im Sack. Ja, schön, ey. Naja, so. Holen wir den Apparat mal da raus, machen ihn ein bisschen sauber. So Freunde, dann wollen wir mal den Apparat ein bisschen sauber machen. Ne? Den Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. So nervig immer, die Felgen, die saugen quasi den Schmutz an. Da setzt sich alles immer voller Sand und so weiter. Deswegen, das muss man auf jeden Fall sauber machen. Da haben wir auf einem Flugplatz gedreht. Das ist immer ein bisschen dreckig. Und ja, einfach die Hütte mal einmal überwaschen. Nichts Wildes. Aber der ein bisschen schöner aussieht einfach. Wenn wir den beim Gear Collector wieder ausladen, ja, und dann ein bisschen Spaß haben mit euch zusammen. Das wird, glaube ich, ein extrem geiler Track Day. Wieder absolut wilde Autos am Start. Und da freue ich mich drauf. Jedes Jahr immer wieder sehr, sehr witzig. Und gucken wir mal. Können wir den einen oder anderen ein bisschen lang machen. Freue mich auch drauf. Rechts abbiegen auf da ist Jutta wieder. Ne? Wie gesagt, ich muss so komisch jetzt fahren. Letzte Woche musste ich sogar irgendwo über die Autobahn fahren, obwohl das eigentlich nur 7 Kilometer sind. Rechts abbiegen auf. Ah ja,
So ist es halt. Ich habe das jetzt auch gemerkt, als ich von München nach Hause gefahren bin. Diese Baustellen. Alter Vater, ey. Sagen wir mal alle, Land hat kein Geld, aber wir bauen wie bekloppt. Und es dauert gefühlt aber immer ewig. Ne? Also ich habe keine Ahnung von sowas. Servus. Wollen wir uns zwar nicht beschweren, weil wenn man so sieht, was so woanders abgeht, ne, da sind wir wirklich noch richtig gut dabei. So, bei meinem Glück wird sowieso gleich noch auf dem Weg nach Hause wahrscheinlich anfangen zu regnen. Ja? Und dann ist die Karre wieder komplett versüfft. 100%. Ist eigentlich immer so, wenn ich Auto waschen gehe. Ist auch egal, ob ich selber wasche oder nicht. Dem Straßenverlauf von der Straße 1,5 Kilometer folgen. Da muss ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ne? Auch wenn ein älterer Herr bei Rot mit dem Fahrrad über der Ampel rollt. Ist egal. Lasst ihn gewähren. Ja? Es tut euch nicht weh. Müsst ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Auto waschen, also selber waschen, ist ja immer so ein bisschen Therapie, aber auch ein bisschen nervig. Ne? Weil meistens, so wie jetzt zum Beispiel, habe ich nirgendwo Kleingeld. Heißt, jetzt muss ich mir gleich erstmal Kleingeld besorgen. Da frage ich mich ja auch einfach, warum die Waschboxen nur nicht so wie zum Beispiel die Toiletten auf der Autobahn einfach hier mit so einem Card-Reader ausgestattet sind, weißt du, dann hältst du dein Handy dran oder deine EC-Karte oder was auch immer und dann sagst du einfach, du pass auf, mach hier großes Programm, schreib mal einen Zehner gut, ja, und dann ist gut. Nee, musst du schön dein Kleingeld zusammenkramen zu Hause oder irgendwo noch wechseln gehen. Aber, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, einmal, was ist in Düsseldorf? Ich hab's vergessen. Hatte ich echt so eine Waschbox, ne? Da konntest du einfach eben deine Karte dran halten und dann deine Box quasi mit Kohle aufladen. Und das, was du verballert hast, wurde dann tatsächlich nachher abgewogen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich geile Idee. Wahrscheinlich wird jetzt irgendeiner darunter schreiben, dass dafür schon eine App gibt oder was weiß ich was. Den mittleren Fahrstreifen benutzen, dann sagt es bitte und kommentiert es auf jeden Fall, weil ich weiß da noch nichts von. Aber das wäre auf jeden Fall mal eine geile Sache. Jutta hat auch ein Händchen dafür, mal dazwischen zu reden. Wir sind jetzt an der Waschbox, mach jetzt ein bisschen NRS sauber, weil ich nicht möchte, dass der Gare-Collector mich durchbeleidigt, weil ich da mit einem dreckigen Auto auftauche. Ja? Also Freunde, ich hoffe, wir kriegen den Bock jetzt leicht ein bisschen sauber. Auf Düsseldorfer Straße. Alles klar, Jutta, ja, wiederhole ich ruhig 4-mal, ist gar kein Thema, finde ich gut. So Freunde. Hatten wir ja in einem der letzten Videos schon, ja, auch Felgenreiniger haben wir schon am Start. Schön säurefrei natürlich, richtig geil, vor allen Dingen wichtig, wenn ihr eine Keramikbremse habt, dass die Scheibe und so weiter nicht angegriffen wird. Ach, schön, hier kann man schon sehen, wie das hier abperlt. Guck mal Freunde, gute Pflege. Ah, Schaum ist ein bisschen dünn, das kommt langsam. Klar, wenn du natürlich den Bock wäschst, ja, sammelt sich hier überall das Mockwasser. Und übrigens hier bewegte Teile, Moment, da bewegte Teile. Ganz wichtig, das Ding hier bewegt sich und die Nasen von diesem Gerät brechen ganz gerne. Also falls irgendeiner ein RS hat und sich wundert, wieso das so extrem ist mit dem Bewegen, dann sind 100% eure Haltenasen abgebrochen. Dann mal ins PZ fahren und neu machen lassen. Dauert 5 Minuten. Auf dem feinen Carbonara immer überall die Wassermocke. Ha, aber schon geil, ne? So, Freunde. Apparat ist sauber. Ach, schön. Ja klar, mach mal. Das war geil zu sehen, die Kids, wie die auf dieses Auto reagieren. Ne? Das ist so geil. Die haben einfach Spaß ohne Ende. Und habt ihr ein paar Fotos gemacht? Ja. Ja? Das beste Auto auf der ganzen Welt. Ist das dein Hund? Nee, das ist mein Glücksbringer. So eine kleine. Wasser? Ja, normalerweise ja. Habe ich geschenkt bekommen. Wer? Weiß ich nicht. Stand irgendwann einfach auf meinem Auto. Und seitdem habe ich die immer dabei. Riecht gut. Nach Gummi, ja? Bisschen wie Klebstoffschnüffel. Wie viel PS hat der?
520. Fährt schon ganz gut. Schau mal ein Stückchen vor eben. Achtung. Mit wem seid ihr denn hier? Mit meinem Vater. Ja, so. Und ihr helft nicht beim Autowaschen? Ja. Doch. Ja, was macht ihr denn? Zugucken und gute Ratschläge geben? Ja. Sehr gut. Das gefällt mir. Gefällt dein Auto? Ja. Und das, was du an deinen Händen hast? Was meinst du? Das hier, das habe ich geschenkt gekriegt. Steht der Name von meinem Hund drauf. Ah, ja, die Stuhl gefällt mir da. Oh. Wie kann der Gas holen? Bitte? Wie kann der ganz schnell fahren? Wie schnell der fahren kann? Ja. So 310. Kann man ein Foto machen? Ja klar. Danke. Waren wir schon damit nur im Bürgerring? Ja, ein paar Mal schon, ne? Die Ente findest du gut, ne? Fast zum Auto. Ja, ja. Dann, ja, hab ich irgendwann mal geschenkt gekriegt. Mein Cousin hat unser BMW gekauft. Ja? Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir. Was war er denn, oder was ist denn das für ein BMW? X5. Ja, es steht da. Ja. Ah, der will ich kaufen? Ja. Echt? Ja. Erste Angebot habe ich schon. Oh, ja. Letztes Mal war da auch Bugatti gesehen. Baba, bitte, kauf eine sowas. Ja, mach doch mal, ja, Mensch. Und ein Auto kann auch Gas holen. Ja? So ganz Gas wieder holen kann. So, Abfahrt. Ja, war immer wieder witzig. Ich liebe es ja einfach an so Waschplätzen. Ist immer wieder lustig. Die Kids waren geil drauf. Der eine wollte mir erzählen, dass der X5 von seinem Onkel 430 fährt. Geiler Typ. Hat er auch drauf bestanden. Er fährt also 430, der Apparat. Finde ich gut. Ach, ich lieb's, ey. Wirklich. Kinder sind einfach so geil. Immer wieder gut drauf, haben Spaß ohne Ende. Wenn die ein buntes Auto sehen, freuen die sich. So soll es sein. So, und nun machen wir noch ein bisschen Luftdruck. Ja? Und dann ist der Apparat auch schon ready for take-off, sozusagen. Ich freue mich drauf. Gear Collector Track Day wird auf jeden Fall wild. Bis dahin ist noch jede Menge Arbeit angesagt. Deswegen auch jetzt schon die Vorbereitung quasi abgeschlossen. Sonst passt das nämlich alles nicht. Ne? Wir müssen noch ein paar Dinge erledigen. Ja, so sieht's aus. So, Freunde. Also, RS ist am Start. Ihr habt gesehen, sauber ist er. Nochmal zum Thema Pflegeprodukte. Also, ich bin mir da immer noch unsicher. Ich glaube eigentlich, noch mehr Pflegeprodukte braucht der Land nicht. Ne? Aber ich habe es auch jetzt wieder gesehen, es gibt natürlich wieder nichts, wo du deine Gummireste mit vernünftig abkriegst auf einer Folie, ohne dass direkt alles danach matt ist und komplett zerstört ist. Deswegen muss ich ja vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ne? Und Shoutout an alle Waschboxenbetreiber. Ne? Also so Freaks, ne? So Auto-Nerds. Sind ja bereit, richtig Kohle bei euch zu lassen. Und dann guckt doch bitte, dass die Boxen vernünftig sind. Ey. Macht da mal vielleicht einmal öfter eine Waschbürste neu. Guckt, dass die Schläuche vielleicht dicht sind. Ey, ich bin komplett geduscht von oben bis unten. Das muss echt nicht sein. Und leider kenne ich auch keine Waschbox, zumindest nicht bei uns in der Gegend, wo das besser ist. Also, Kinders, ne? Bisschen Pflege wäre nicht schlecht. Da würden wir uns auf jeden Fall riesig drüber freuen. Luftdruck ist gemacht, genau dann stirbt natürlich meine Insta 360 Mini Akku fest. Ja, schön, ey. Fehlen mir wieder 2 Minuten im Video, wisst ihr. Ich will ja mehr diese Vlog-Style-Geschichten machen und da muss ich tatsächlich noch ein bisschen üben. Weil einfach so ein paar Sachen habe ich nicht so ganz auf dem Schirm. Ne? Insta 360 Mini. Die hat halt auch nur einen begrenzten Speicherplatz, da kannst du nicht so lange mitfilmen. Und wenn du dann natürlich ein bisschen rumtrödelst und wartest, die auszuschalten, dann ist der Speicher voll oder der Akku leer. Also sorry dafür. Ich gelobe Besserung. So, jetzt haben wir ja die ganze Zeit schön von dem Trackday erzählt, ne? 18.09. Ich glaube, Tickets gibt es tatsächlich keine mehr, aber es wird auf jeden Fall gut was los sein und wahrscheinlich Insta wieder komplett auseinandergenommen werden, ohne Ende Stories. Nur die Creme de la Creme am Start, natürlich viele schöne Autos, ja? Und es wird wild. Ich hoffe, Daniel Abt kommt mit seinem GT3 RS.
Aber ich wollte nämlich mal hinten links auf der Ecke fahren. Einfach nur so, so wie früher in den guten alten Gucker-Zeiten. Nee, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß natürlich nicht. Wir möchten keinen Lackaustausch. Silber auf Gelb sieht doch scheiße aus. Ja, Freunde, ich freue mich auf jeden Fall auf den Tag. Ich glaube, es wird richtig wild. Video kommt natürlich. Bisschen Inboard-Action. Da haben wir irgendwie gefühlt ein bisschen zu wenig von. Och, Mensch, Jutta! Ja, wir haben auf jeden Fall meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Onboard-Action. Das werden wir jetzt mal ändern. Spätestens beim Gear-Collector-Track. Und, Freunde, ganz, 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 ganz wichtig. 20.09. Taxifahrten auf der Nordschleife gibt es noch ein paar. Also checkt mal unseren Online-Shop ab. Da gibt es natürlich viele schöne Dinge, aber vor allen Dingen auch die Taxifahrten auf der Nordschleife. Sehr, sehr selten. Das einzige Mal dieses Jahr. Und wann nächstes Jahr nochmal die Möglichkeit besteht, weiß ich noch nicht. Sehr geiler Trackday vom European Speed Club. Und da haben wir auf jeden Fall freie Bahn, weil nur wenig Autos unterwegs. Wird sehr, sehr geil. Also wenn ihr Bock auf eine Mitfahrt habt in diesem wunderschönen Kfz, dann checkt den Online-Shop ab und bucht eine Fahrt mit mir am 20.09. auf der Nordschleife. Ihr habt bestimmt noch ein paar lustige Ideen, auf die ich nicht komme. Also deswegen bitte in die Kommentare ballern und wir machen es dann einfach. Ja? Was wir natürlich nie machen, auf dem Feld fahren und den anzünden oder so ein Schwachsinn, was so ein paar Amis schon mal gerne machen, ja? Das werden wir nicht tun. Aber alles, was cool ist, machen wir natürlich. Ja? Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Ideen habt zum Thema Nordschleife und GT3 RS, bitte, bitte, bitte kommentieren. In diesem Sinne, ab in der Rinne, ne? Schlaft gut, schönen Abend noch und bis die Tage. Wenn ihr noch Ideen habt zum GT3 RS, bitte in die Kommentare ballern. Ja? Weil, ich sag mal, nur ab Mitte, Ende September wird es relativ wenig Content geben zu dem Auto. Weil da kommen andere Sachen auf uns zu.